Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Runenfarm-Methode bzw. Glitch machen könnt nach dem neuesten Patch. Und zwar wurde ja der alte Glitch gepatcht bzw. der Weg versperrt und man kommt nicht mal oben auf die Klippen. Aber in diesem Video zeige ich euch, wie ihr da hochkommt. Dafür müsst ihr zum Ort der Gnade Palastallee in Siofra und falls ihr das bei euch noch nicht freigeschaltet habt und nicht wisst, wie man dorthin kommt, werde ich euch in der Videobeschreibung ein Video verlinken. Dort ist nochmal der Weg beschrieben, um diesen Ort freizuschalten. Wenn ihr dann dort seid, dann steigt auf euer Pferd, dann seht ihr hier diese blutige Wand und jetzt müsst ihr so springen wie ich, Leute. Nehmt den gleichen Weg wie hier, springt ihr einmal um die Ecke und hier an der Kante könnt ihr nochmal hier rüber springen. Und dann seid ihr oben und habt den Patch umgangen. So, jetzt müsst ihr einfach nur noch hier geradeaus weiterlaufen. Ihr seht auf dem Boden den Schatten, haltet euch neben den Schatten. Und wenn ihr jetzt nun an der Klippe seid, könnt ihr sogar noch den Goldskarabäus ausrüsten und noch einen goldenen Federtierfuß, um noch mehr Runen zu bekommen. Müsst ihr nicht machen, aber es schadet auch nicht. Und wenn ihr das dann gemacht habt, Leute, springt einmal, machen Doppelsprung und nachdem ihr den Doppelsprung gemacht habt, fangt an mit eurem Schwert zu schlagen. Ihr werdet immer tiefer fallen, aber solange ihr immer diese Schlagentaste spammt, werdet ihr auch dadurch nicht sterben. Ihr müsst das Ganze jetzt so lange machen, bis ihr unten rechts seht, dass ihr Runen bekommen habt. Und wenn ihr das dann da auch seht, dann habt ihr es auch schon geschafft. Bei mir sind das 400.000 Runen gewesen mit dem Goldskarabäus und dem goldenen Federtierfuß. Jedoch ist das auch meine dritte Reise, Leute. Und je höher eure Reise ist, umso mehr Runen bekommt ihr. Ich glaube, wenn ihr noch bei eurer ersten Reise seid, bekommt ihr 100.000 Runen. Nachdem halt unten rechts die Runen erschienen sind, könnt ihr einfach wieder die Karte öffnen und zum Ort der Gnade zurückkehren und das Ganze wiederholen. So, ansonsten war es das auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben und in Zukunft nichts verpassen wollen, können jetzt gerne ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ansonsten viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.